Hallo zusammen. Ich habe versprochen, oder ich habe gesagt, dass jetzt mehrere Videos so gruppentechnisch ablaufen werden, beziehungsweise auch artentechnisch ablaufen werden. Ich fange heute mal an mit den beiden Lasius fuliginosis. Ich habe es jetzt, glaube ich, endlich mal richtig ausgesprochen. Wie man hier schon schön sieht, ist natürlich alles schwarz, ja, alles schön verdreckt. Das Wasser ist schon gelb, was man erkennen kann. Ja, man erkennt es. Das Wasser ist schon gelb. Ich habe ein neues Reagenzglas rein, habe die Folie runter. Natürlich ziehen sie nicht um, ist ja logisch. Warum sollten sie auch? Wir gucken es uns jetzt mal ein bisschen an. Weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da sitzt die Königin. Ich habe jetzt leider keinen Bildschirm, ich habe jetzt nur das Handy. Ein bisschen näher ran. Mal gucken mal, ob was. Hier sitzt die Königin. Oh, jetzt rutscht der Sand rein. Ist auch geil. Und wir klopfen den Sand mal ein bisschen raus. So, besser. So. Hier sieht man die Königin. Jetzt in wildem Aufruhr. Da. Sie lebt. Brut hat sie, wie ich jetzt sehen kann, keine. Scharf. So. Reflektiert heute wieder alles. Brutalst, super. Kann man sehen. Da ist die Königin mittendrin. Sie lebt. Es sind auch genug Arbeiterinnen um sie herum, die sie füttern. Bis jetzt sieht man aber noch nichts an. Obwohl, da hinten könnte vielleicht. Mal ein bisschen Licht machen. Mal ein bisschen Licht machen. Was nehme ich denn da? Ist auch doof. Probieren mal zwei Sachen aus. Ja, genau. Einmal rot. Einmal rot. Ich kann jetzt nicht wirklich was sehen. Na doch, da hinten ist was. Das könnte. Oh, doch. Kinder. Das sind Eier. Hier. Kann man es sehen? Nein, natürlich nicht. Das Weiße da. Da sieht man es. Weiß. Eier. Super, ich packe die jetzt auch gleich wieder rein. Und wir gucken uns gleich die nächste an. Also das, ha, da bin ich jetzt begeistert. Also Hammer. Also die erste Lasius fuliginosis hat tatsächlich Brut. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Hammer. Tun wir die gleich mal auf die Seite. Dann bin ich schon gleich wieder rüber in den Schrank. Sehr schön. Dann gucken wir gleich die zweite an. Wie es da aussieht. Da ist noch Dings drüber. Das Wasser ist auch schon gelb. Und das Ding ist auch schon schwarz. So, machen wir nochmal Rotlicht. Also die Königin lebt. Und so wie es aussieht, hat die auch Brut. Oder ist das noch von den Lasius? Niger? Dass man hat irgendwie noch welche Eier raus. Und doch, da hinten hat es. Also so wie es aussieht, hat die auch gelegt, weil das kann nicht mehr von der Lasius niger sein. Hier an ihrem Kopf, kann man es sehen. Jetzt hier, da an ihrem Kopf. Hier, genau da. Weiße, ganz kleine Eier.
Die können nicht mehr von der Lasius sein, weil das ist jetzt schon zu lang her. Die werden jetzt schon groß oder gefressen. Also Puppen laufen oder gefressen. Das ist definitiv auch Brot von der Lasius fuliginosus. Das hervorragend. Wenn das funktionieren sollte, der Wahnsinn. Also ich werde, die werde ich, das wird wahrscheinlich relativ lang dauern, bis das zu dem Punkt kommt, dass es überstehen könnten. Ich muss mal gucken. Da werde ich die Winterruhe so lang wie möglich rausziehen. So lang wie es geht. Dass die nicht, ja. Ich muss da auf jeden Fall auch noch ein neues Reagenzglas anbieten. Die werden eh nicht umziehen, das weiß ich jetzt schon, aber naja, werden sehen. Das war's jetzt schon mit dem Fuliginosis-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Ich hoffe, ihr konntet einiges sehen. Ich muss das nochmal mit dem Handy nochmal ein bisschen anders machen. Das ist ein bisschen blöd so, ich kann da nicht drauf gucken. Aber ich hoffe, ihr habt gesehen, was ich gesehen habe. Ich hoffe, ihr seid so begeistert wie ich und ich hoffe, ihr verfolgt es weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Teilen, liken, kommentieren, wenn ihr wollt. Natürlich, Abonnement ist schön. Glocke nicht vergessen. Ich schwätze schon wie die anderen alle. Egal. Kurz erwähnt sei, dass ich vom Money macht was. Der Kanal ist unten in der Infobox verlinkt. Auch ein super YouTuber, der mit Ameisen hantiert. Was er wirklich hervorragend macht, auch eigene Neste gebaut hat. Ich habe das schon mal erwähnt. Gibt es ein Promo-Video dazu auf meinem Kanal, könnt ihr gerne mal gucken. Dass der mir auch Ameisen geschickt hat. Einmal Raptiformica und ein zweimal Camponoctus fuliginosus. Sehr dankbar bin ich darüber. Die sind echt toll. Wirklich schöne Ameisen. Die Raptiformica, auf die freue ich mich besonders. Da kommt auch noch ein Video dazu, mehrere Videos wahrscheinlich. Da bin ich gerade noch im Nestbau. Wer mir auf Instagram folgt, der wird es dann sehen, wie das da aussieht. Wenn es getrocknet ist und das alles einzugsbereit, dann werden die Raptiformica da einziehen und da werde ich natürlich auch ein Video drüber machen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Schwabe.